willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin heute hier in Lermoos und wer das hört, dem wird schon glücken. Vermutlich, das Ziel kann dann natürlich nur der Blindseetrail sein. Ja, ist richtig, aber heute möchte ich ein bisschen das Bekannte mit dem Unbekannten verbinden. Es geht um einen Trail, den Frank und ich entdeckt haben und den ich heute mal scouten möchte. Es ist ein S4-Trail. Die Frage ist, ob man über den wirklich sicher nach Nassereit kommen oder nicht. Aber das ist gerade das Spannende an solchen Scouting-Tagen, weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Dann fahren wir mal los. Es pfeift ganz schön jetzt.
der war nicht schlecht. Also da waren schon ein paar schwierige Stellen, schöne Spitzkehren dabei und Wurzeln steil. Gefällt mir sehr gut. Gut gemacht, gut angelegt. So, jetzt geht's wieder hoch, den gleichen Weg. Hier sieht man den Blindsee schon und das tolle Panorama. Das ist unvergleichlich hier. Es staubt trocken heute und sehr geröllig. Hier Schotter. We'll be right back.
Ja, Pablo. Danke. Auf dem Blitzsee. Ist das nicht gigantisch? Wirklich, thank you.
So, das war es erstmal von den Bekannten. Das war der Lindsay Trail. Wunderschön, staubtrocken, aber ganz gut zum Fahren. Und den Lindsay mal von der anderen Seite. Und wer ganz gute Augen hat, sieht da den Lindsay Trail oberhalb, den wir runtergefahren sind. Es ist 12 Uhr. Jetzt gibt es erstmal hier eine Semmel und einen Apfel und eine Banane. Und dann geht's weiter. Mahlzeit. Einstieg zum S4. Sehen wir genau hier, da geht es runter und der Rest wird sich zeigen. Also, geht los. Weiter.
schon sehr verblockt. Ja. Danke, gell? Und rechts der Abgrund. Einfach nicht hinschauen. Da ist eine Aussichtsplattform. Speed is your friend. Aber nicht immer. Thank you.
Also keine Ahnung, ob man das jetzt sieht, wie steil es ist, aber es ist steil. Oh.
Boah, das ist Kampf oder Bremsen. Das Ding hat nicht so sehr weh. Mal ein bisschen laufen lassen. Du kannst kaum bremsen. Jetzt fahren wir oberhalb des Fernpasses den Trail, den wir normalerweise runterfahren, jetzt nach oben. Und das ist anstrengend. Ist aber nur so ein S0. Das ist der, der vom Blindsee-Trail rauskommt und dann weiter zum Fernpass fährt. Zum Schlösschen. Ja, jetzt haben wir 2000 Höhenmeter überschritten. Bleiben noch so 300, 400, meiner Rechnung nach. Dämpfer auf.
Pedale. Oh Gott! Oh nee. Nee. Oh nee. Aus. 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 Auch nicht ohne hier unten. Hallo, ist doch klar. Also, Wurzelteppich hier bergauf, das kostet keiner. Servus. Hallo. Hallo, vielen Dank. Hau rein. Also, have fun und der Wind ist zurück.
Yeah. So schnell ist der Tag wieder rum. Die Tour ist beendet und was soll ich sagen, die war top. Wirklich super. Ciao, servus. Witzige Sache, die habe ich ungefähr 3 oder 4 Mal getroffen auf dem Weg. Immer wieder unabhängig voneinander haben wir uns immer irgendwie gekreuzt. Nette Leute. Tolle Tour, toller Abschluss. Mein Akku geht zu Ende und deswegen verabschiede ich mich an der Stelle. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Also, bis dann, tschüss, ciao. Und geht schon, oder? Schöne Grüße vom Fernpass. Verkehrslage ist sehr ruhig. Es fährt nicht viel. Der König ging zum Jagen, es ist schon lange her. Er ging in seine Berge, das Herz war ihm so schwer. Da hörte er ein Singen aus steiler Felsenwand. Und fühlte, wie ganz wunderbar sein Herzeleid verschwand. Trialauritet, 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 Trialauritet. Grüß euch! Der König lief den Sänger und reichte ihm die Hand. Lohnte ihn mit Silber, mit Gold und Diamant. Mein Freund, dir ist gelungen, den König zu erfreuen. Zum Dank soll deine Melodie der Königsjodler sein. Triolauritit, 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 Triolauritit. Yeah, 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 yeah.